Heute Wandel bei den Wildpferden und Martina Molch. Kickende Pustelschweine und Freudentaumel bei den Brassameerkatzen. Das Przewalski-Pferd verreist. Geht gleich los, ne? Die Pfleger wieder, ne? Nur komische Sachen vor. Und Martina Molch fährt mit. So, jetzt müssen wir die Stelle vorbereiten für die Tiere, die jetzt einzeln stehen und für den Transport dann vorbereitet werden. Kommst du klar? Natürlich. Warte mal. Jahrelang als Klarkommer gearbeitet. So dann sieht's aus. Ja. Naja, ich würde mal sagen, es geht gut, ne? Der Arbeitsantreiber. Hier ist man eher als Kondensstreifen unterwegs. So, das Wichtige ist, dass hier wirklich alles mit Stroh gut ausgelegt ist. Durch die Narkose, wenn die umfallen, dass sie sich nicht noch verletzen. So, gut. Jetzt geht's raus für alle. Wochenlang trainiert, läuft alles wie am Schnürchen. Der Bus kommt gegen 7. Das ist aber Geschoss, das so ankommt. Oh, wenn die Pferde das sehen. Komm rein, komm. Komm rein, komm. Geh rein. Martina muss die Pferde zügeln, ehe die das Treiben spitz kriegen. Morgen. Alles kein Pappenstiel. Deshalb geht ihr Robert Ruß zur Hand. Ist ja gut. Und das, was wir an Besen und so brauchen, das könnten wir alles schon rausstellen. Also jetzt geht der gesamte V-Clan weg. Das heißt Viola mit ihren zwei Töchtern, Vivian und Valaika. Und die Rabea, das ist die Tochter von der Reisa. Also insgesamt sind es 4 Pferde, die jetzt hier weggehen. Und da müssen wir logistisch das sehen, dass das alles gut wird, hoffentlich. Entscheidend ist, dass die Narkosen wirken und dass das alles schön ist. So, da haben wir hier erst einmal Rabea. Molly, noch hat sie alles fest im Griff. Gute? Ist gut, Mädchen. Ganz ruhig. Ist gut, meine Maus, ist gut. So, 54, 51. So, dann haben wir noch die Valaika. Gutes Mädchen, ne? 4 Pferde. Alle auserkoren vom Institut für Wildtierforschung für Verhaltensstudien in Brandenburg. Die gehen nach Liebenthal. Und in dem Gebiet sind die Pferde, ich sag mal, sich selbst überlassen. Die finden dort genug Nahrung. Und dann wird über den Laufe der Zeit, hat man dann analysiert, wie bewegen die sich jetzt im Jahresrhythmus, was fressen die. Und dass eben dort auch verschiedene, ich sag mal, Daten erfasst werden können. Gerade wenn es jetzt um Auswilderung geht, wo man dann auch schon im Vorfeld darauf zurückgreifen konnte, wie wird das draußen sein, was muss man achten. Gut. Ein feines Ziel, wenn es nicht so weit weg wäre. So, Molly, Plan ist der. Mit den Aufstehen, wie willst du das dann eigentlich machen? Eine liegt dort in Narkose, eine macht da auf, eine hier auf. Wenn die beten. Da macht er zu und steigt die zusammen. Stellt die zusammen, dann kommt die nächste hier rein, wenn die aufwacht drüber und die dritte dann und zum Schluss machen wir auf. Ganz auf. Lässt sich das noch bewegen jetzt hier? Ja. Nur ein bisschen einlatschen. Mein lieber Herr Gesangsverein, sag ich mal. Hoffentlich klappt das alles hier. Minis morgendlichen Gruß hören nur die beiden Waisenkinder Kila und Maya. Noch sind sie allein mit der Gibbondame auf der Außenanlage des Bongolands. Der Rest der Orang-Bande ist noch drinnen. An der Großfamilie mit den 3 Jungtieren kann sich Frank Schellert gar nicht satt sehen. Das ist natürlich jetzt der perfekte Kindergarten. Ne? Die spielen alle schon miteinander, sind alle in dem Alter, wo das also jetzt schon sehr gut miteinander klappt. Boom, 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 boom.
immer nur drinnen? Das wird auf die Dauer öde. Nur ein paar Meter von hier warten saftige Wiesen statt trockener Halme. Gut, da werden wir den mal rauslassen. Frank geht vorher schon mal aufs Dach. Hier hat er den besten Überblick, wenngleich der Clan auf die beiden Waisen Kila und Maya trifft. Das ist nicht unproblematisch. Die zwei sind natürlich jetzt schon draußen. Die Kila hat immer mal Probleme mit so einigen größeren Mädchen von drin. Manchmal sitzen sie zusammen und kraulen sich, also wie das auch so im Leben ist. Und manchmal, da strubeln sie sich eben auch mal und da wird sie gejagt. Schwierig. Schließlich hat Kila nach dem plötzlichen Tod von Mutter Dunja die Beschützerrolle für ihre kleine Schwester übernommen. So, die Rest der Gruppe wird jetzt der Sebastian rauslassen. Das wird also gleich so sein, dass sie sicherlich ein bisschen mehr zusammenrücken, wenn die anderen kommen. Jetzt geht der Schieber, es klappert, das gucken sie schon. Ne? So, und wir werden sehen, was jetzt passiert. Mini hat sich schon mal den besten Platz gesichert. Das Schauspiel kann beginnen. Bei den Pustelschweinen. Papa Pickeldi mit seinen Kindern Hänsel und Lars und die Mama Miss Piggy müssen gleich zum Frühsport. Heute ist Fußball angesagt. Den Balljungen macht Heike Haschischow. Ich will den Schweinen mal eine kleine Beschäftigung geben, dass die draußen mal fressen untereinander und mal sehen, wie sie auch mit den Bällen spielen. Habe ein paar Leckereien übrig gelassen, vom Frühstück sozusagen, die besten Sachen. Und verteile die jetzt gerecht in die Bälle rein und hoffe, dass es ohne Streitereien dann sozusagen mehr oder weniger fressen und sich auch gleich ein bisschen beschäftigen halt damit. Ne? Ja, eine kleine Fußball-WM. Ich glaube, darum spielen sie besser als die Bayern. Krieg ich bestimmt noch Anrufe deswegen. Heike hat gut lachen. Das ist keine Kunst. Schließlich hat sie 4 Schweinis im Kader. Ich habe sonst nur die großen Plastikbälle gehabt, wo auch bloß ein kleines Loch drin ist, wo wenn die dann rollern, so ein bisschen so Kleinkram rausfällt. Aber die sind jetzt auch ein bisschen langweilig geworden, weil die haben sie nicht schon länger. Und die können sie auch ein bisschen zerfetzen. Das ist ja nur Leder, das macht nichts. Und die habe ich hier von den Bären übrig, die spielen ja auch damit. Und da haben die sozusagen jetzt eine doppelte Sache, wo sie wirklich mit genutzt werden können. Bestens. Und nun? Auftakt zum öffentlichen Training des RB Pustelschwein. Wird sich ja zeigen, ob das Star-Ensemble von der Isar besser ist als die hier. Silke Einert. Mit ungeahnten Talenten als Korbflechterin. Das ist ja faszinierend. Ich war zu einer Weiterbildung in Holland und die Holländer, die haben sehr kreative Dinge da. Und unter anderem hatten die einen sehr schönen Korb gehabt. Und ich bin einfach mal dabei, das Teil zu kopieren für die Tierbeschäftigung und würde gerne mal schauen, was eben halt damit auch anstellen, unsere Affen. Und ich denke mal, das ist sicherlich gerade für unsere Kinder eine ganz tolle Beschäftigung, eine kleine Schaukel drinne. Und da gucken einige Affen dann auch dabei zu. Mal sehen, ob sie es mal selber machen können. Ich glaube so nicht. Die werden es dann kaputt machen. Aber kann man so nebenbei Tiere beobachten, ist ganz entspannt. Die Spannung bei Silkes Schützlingen, den Brasameerkatzen, steigert sich derweil ins Unermessliche. Dann endlich sind 20 Meter Seil geflochten. Meine Güte, toll geworden, ne? Finde ich, war gar nicht so schlecht. Ja. So, ihr rutscht erstmal hier rüber, kommt mal mit. Jaco, du auch, das ist schön. So, dann hängen wir das jetzt mal hier rein. Die Schaukel. Ein Klassiker unter den Spielgeräten. Doch für die Affen
Eine Premiere. Ja, ist ein schöner Platz. Weiß, was Neues ist. Schauen wir mal, locken wir mal mit Rosinchen da. So, damit die anderen auch noch was haben, ne? Und jetzt husch, husch, husch ins Körbchen. Jetzt bin ich auch gespannt, ja. Schauen wir mal, was sie damit machen. Hm? Für die Wissenschaft angeheuert. Valaika, Viola, Vivian. Der ganze Clan. Und Raisas Tochter Rabea soll auch noch mit. Sehr schön getroffen. Na ja, meine Maus. Die Raisa steht genau in der Gittertür. Ja. Also das wird morgen erstmal mit Raisa wahrscheinlich ein bisschen trauermäßig sein. Ich würde erst einmal die nächsten zwei Tage die trotzdem erstmal zusammenlassen und dann trennen. Dass nicht gleich zu viel wird. Weil ich glaube, mit der Reise von der alleine, das wäre jetzt der Hammer gewesen. 4 Stunden gehen, 5 bleiben. Reise ganz vorn. Muss mit ansehen, wie die Narkose bei ihrer Tochter wirkt. Anders lässt sie sich wohl kaum bändigen. Und erst recht nicht von ihrer Mutter lösen. Spritze ist noch. Wir haben ja ordentlich eingestreut. Da findest du natürlich eine kleine meine Spritze. Ne? Das war nicht falsch, das war gut fürs Tier. Oh, die armen Ohren. Vorsicht, Vorsicht, Beine mal ein bisschen drehen. Dann hängen die mal mit dem Kopf nach oben. He? Das ist ja ein bisschen abschüssig. Martina, kennt ihr quasi jeden Stein? Nach 35 Jahren hat viele Pferde gehen sehen. Und doch ist es diesmal ein Abschied mehr. Das ist jetzt sozusagen meine letzte Aktion bei den Wildpferden. Und die Kollegen, die jetzt hier bei den Wildpferden weiterarbeiten, das sind alles Leute, mit denen habe ich schon 12 Jahre im Vorfeld hier zusammengearbeitet. Also die sind jetzt gut hier reingewachsen. Also ich denke, dass die sind in guten Händen. Das ist alles okay. So, wer macht das jetzt hier mit dem Halsband? Wie das alles schön. Das Halsband ist so locker. Und da kommt noch ein Chip drauf auf das Halsband. Martina wechselt also ihr Revier. Andere werden sich nun um ihre Wildpferde kümmern. Letzte Handgriffe. Für eine ordentliche Datensammlung ein präpariertes Halsband. Die haben eine Waage, wodurch über den Chip abgelesen wird, was die Pferde wiegen. Und da kann man sehen, vorher und nachher. Und daraus ergibt sich die Trinkmenge. Was? Nun geht's an den Transport. Rabea aber sträubt sich. Eben ein Wildpferd. Mini auf dem Logenplatz. Bekommt was geboten. Im Pongoland rückt die Orang-Truppe ein. Für die beiden Schwestern wird's eng. Die Kila geht erstmal in Deckung. Und jetzt holt schon die Kila die Meier. Ja, sie nimmt sie nicht mit. Das ist, sieht auch schon gut aus. Das ist auch immer schon ein Fortschritt, wenn man so sieht, dass sie jetzt nicht so verängstigt ist, dass die anderen kommen. Das ist natürlich für uns immer eine Freude, auch wenn die Meier schon so reagiert. Dass sie nicht angsterschrocken jetzt da wegrennt mit ihrer Schwester. Aber Kila geht lieber auf Nummer sicher. Ja, die Kila, die übertreibt das natürlich jetzt auch ein bisschen. Ne? Das, also die wird jetzt hier nicht gefressen, sondern die muss eben bloß mal ein kleines bisschen Platz machen. Man weiß ja nie. Kila verschwindet für den Rest des Tages im Wald. Und Maya hat jetzt ein ganz anderes Problem. Die Maya versucht, ihr Papier noch in Sicherheit zu bringen, dass es nicht weggenommen wird von anderen. Aber jetzt hat sie es festgehangen und da ist sie ein bisschen überfordert jetzt. Jetzt kriegt sie es alleine nicht mehr so hin, ne? Nur ist es festgehakt dort oben. Da wird bald mal jemand kommen, wird es ihr wegnehmen oder zerteilen. So, hallo. Jetzt schaut auch Sebastian mal vorbei. Maya hat ihr Problem gelöst, aber wie gewonnen, so zerronnen. So, nun ist er schon der Erste dran mit Papier, der das Papier weggenommen hat. Ne? Der war ja. Ja, ja. Jetzt kommt der Nächste, der Kleine, der will das auch noch haben.
Ja, ich sage, das ist also der absolute Kindergarten. Das ist ideal. Der Vater, der Bimbo, der sitzt 2-3 Meter daneben, ganz entspannt. Der beobachtet uns zwar hinter dem Baum hier hoch, was passiert. Aber wenn der Sebastian jetzt gleich füttert, da kommt noch mehr Freude auf. Futter. Ja, der Magen knurrt auch schon. Zurück auf dem Trainingsgelände an der Pfaffendorfer Straße. Die Übungseinheit für die Pustelschweine beginnt erstmal ohne taktische Vorgaben. So. Oh, es wird bestimmt erstmal Streit um eingehen, weil sie da denken, es sind nicht andere noch da. Die werden sich erstmal wahrscheinlich auf einen mehr oder weniger stürzen. Und ich hoffe, dass es trotz alledem friedlich zugeht, weil fressen, das sind alle ein bisschen unmöglich. So. Versuchen wir mal unser Glück. Die Spielgeräte sind verteilt. Der Anpfiff erfolgt unmittelbar nach Einlauf der Mannschaft. Und nun eine Lehrstunde für Robbery und Co. Virtuose Ballführung. Verzückt an der Seitenlinie Heike. Geht gesittet zu. Jetzt hat ja, haben sie alle was. Mal sehen, wenn der eine noch übrig bleibt, ob es dann ein bisschen Action gibt. Aber ich denke, es geht. Lars und Hänsel, die beiden Youngster, glänzen durch Zweikampfverhalten. Sie spielen zwar noch sehr viel untereinander, gerade die Kleinen, die kämpfen den ganzen Tag. So viel auch so Rangkämpfe, sind ja 2 Männer, sind alle beide gleich stark, charakterlich eigentlich auch von der Sache her dasselbe. Also sind sich sehr ähnlich. Vielleicht ist Lars derjenige, also was ich jetzt von mir sagen könnte, der lässt sich schon ein bisschen mehr anfassen. Verwöhnt sind sie auch noch, nicht mal die Weinbären haben hier gegessen, also das ist ein Ding. Verwöhnte Kicker. Ein Fall für Uli Hoeneß. Es kursieren bereits Gerüchte über ein Engagement in Leipzig. Das war's wohl schon, hä? Mäusel. Plötzlich scheint die Lust am Jonglieren verloren. Und die Luft ist erst mal raus. Mit vereinter Kraft werden hier Pferde im Zaum gehalten. Doch die Betäubung hält nicht ewig. Die spannt sich an, das geht. Rabea lässt sich schwer bändigen. Ich halte die Bäden. Ja, die Narkosen sind unterschiedlich. Es kann. Du machst es aber auch nicht leicht. Also jeder Organismus reagiert anders auf sowas und die reagiert eben hier so. Ist eben unruhig. Das kann man jetzt im Vorfeld nicht wissen. 2 Schlingen noch rum. Alles wieder im Griff und weiter geht's. Ehe sie erwacht, muss sie in den Hänger verladen werden. Und das so schonend wie nur möglich. Ja, das ist jetzt mal ein Gabelstapler, der leise ist, weil sonst sind die laut. Da könnte man mit so einem Ding gar näher herfahren, da würden die Pferde verrückt. 200, 300, vielleicht 400 Kilo kann so ein Pferd schon wiegen.
Wer hätte das gedacht? Nun verlässt Rabea als Erste von den Vieren den Stall. Auf dich ziehen wir nicht nur mit. Was ist der Ding? Herr Ruß, langsam. Das ist eine Familie, die jetzt weggeht, eine komplette Familie, weil ursprünglich ist diese Gruppe in zwei Familien geteilt, unsere Wildpferdgruppe. Eine Familie geht weg und dazu aus einer anderen Familie ein Fohlen dazu. Aber das Fohlen dazu deshalb, weil die sich extrem gut mit der Familie versteht und vor allem die mit der Vivian, die gleich alt ist fast mit ihr. Mit der spielt die sehr und ich denke auch, dass die draußen als Gruppe sehr gut zurechtkommen. Der nächste ist jetzt die Viola, wenn er jetzt die nächste gepustet hat. Viola, die schwerste von allen. Hereinspaziert. Na, wer traut sich als Erster? Na, das ist mal gut, so ein kleiner Flo. Die anderen müssen erstmal die Rosinchen unten essen. Die Jüngsten sind am neugierigsten. Das ist jetzt der Kleinste, das ist Ikea. Eigentlich heißt er Ikea in der Nähe. Das ist der starke Achte, das ist das achte Kind von Nora. Es ist ja hier auch eine ganz, ganz große Familie. Hier sind 8 Tiere drin. Und da ist der Kleinste 1¼ Jahr alt und die anderen immer 1 Jahr älter. Und da ist hier ganz schön viel Action drin. Also ganz normaler Familienalltag eben. Es ist einfach mal so, weil eine große Gruppe ist, haben wir natürlich auch hier ja, manchmal Meinungsverschiedenheiten innerhalb dieser Gruppe. Und das entlädt sich doch heftig. Und über solche Sachen kann man dann tatsächlich diese Energie rausnehmen. Und dann sind die ganz froh. Vor allem sowas ist natürlich dann ja, wie neues Spielzeug für Kinder. Ja. Und Mama? Das ist Nora, ja. Aber für sie ist jetzt eher nur die Rosinchen sind da interessant. Und wenn die Rosinen alle gefressen sind, denke ich mal, werden die anderen Kettenkarussell fahren. Genau. Alles einsteigen. Und ab geht die Post. Also ist schon mal schön. So freue ich mich. Na, Mai, willst du auch mal gucken gehen? Hm? Schön. Das ist ja verrückt, diese Gondel. Stunden habe ich dran gesessen, Leute. Macht's nicht gleich kaputt. Aber die beste Position. Ist immer hart umkämpft. Tja, so ist es auf dem Rummelplatz. Ein ständiges Hin und Her. Das Leben eben. Bei den Krokodilteus steht ein Umzug an. Noch leben sie hinter den Kulissen des Terrariums. Ihr altes Gehege wurde inzwischen auf Vordermann gebracht. Jetzt ist es nachwuchstauglich. Wichtig war, die Tiere werden langsam geschlechtsreif und Nistmöglichkeiten, die ihnen anzubieten. Und da hat Herr Schäfer solche Kästen gebastelt, die er dann verkleidet hat, die wir eben an der Wand erhöht anbringen können. Der Hintergrund dazu ist, dass diese Tiere in der Natur ihre Eier in Baumtermiten legen, die also eben erhöht sind. Und Baumtermiten hier zu halten, wäre ein bisschen schwierig. Und die Idee ist, dass die Krokodilteus dann dort ihre Eier dann reinlegen. Gut, das muss er rein. Gut. Okay. Okay. Und deine Basilisken und die Teus? Na guck. Naja. Nee. Das mag ich doch schön. Mach's gut. Ja, schlechte Laune, ne? So, mein Freund. Die setze ich auch ein bisschen weiter vor, weil du bist ein Hopser. Nicht mich beißen, sondern loshopsen. Und jetzt sind die Theos dran. Der Mann wird ein bisschen wilder werden, nehme ich mal an. Dr. Bernhard ist noch bei den Wildpferden.
aber hat's fast geschafft. Die ersten sind schon wieder munter und transportklar. Während die letzte Stute gerade ihren Stall verlässt. Langsam. Da kann doch anfahren, ja. Nee. Ja, kommt nicht durch durch. Da kommt nicht durch durch. Ein schwerer Gang. Ja, ich denke, ein Stück könnt ihr mal die Arschbacken zusammenkneifen. Drei. Au. Oh. Ich auch. Ja, 54. Denke. Ganz langsam. Das ist ja ganz schön zu buddeln hier. Aber ich meine, das gute Stroh kannst du in den Stall erstmal eintun. Das macht der Robert. Das brauche ich dann machen. Nicht ich. Diesmal nicht. Der macht das schon. Ja, hab ich keinen Zweifel. Oh. Vorsicht. Warte. Die strotzen vor Kraft. Da könnt ihr noch vom Pferd aufladen hier. Das haben wir gleich noch mit. Mit der vierten Stute ist die Familie komplett, reist nun recht komfortabel ihrer neuen Zukunft entgegen. In Brandenburg. Wir haben noch mal kurz uns unterhalten, noch mal, weil ich vorher nun weg. Und der Robert ist der, der jetzt hier alles managt und macht. Und das macht er gut. Ich habe da keine Bedenken. So, das ist mein letztes Wort an Robert. Und ich denke mal, das ist erstmal wichtig, dass wir uns absprechen, dass alles gut ist. Dass wir miteinander sprechen vor allen Dingen. Das ist auch wichtig. Und der Robert ist dann der Wildpferdpfleger. Mhm. Er macht das schon. Und Christian ist auch noch da. Also ich denke, das ist alles in guten Händen. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich. Bin ich auch. Und ich denke auch von der Körpersprache her passt alles ein. Genau. Martina fährt mit, wenn schon lebewohl, dann richtig. Während Robert seine neue Arbeit übernimmt. Mini und ihre Orang-Freunde warten auf Sebastians gute Gaben. So, ja, jetzt gibt es noch was zu essen. Für die Affen natürlich immer bloß das Gesündeste. Orang-Utans sind wie alle anderen Menschenaffen auch Obstfresser, also jetzt mal vom Gorilla abgesehen. Aber das Obst in freier Wildbahn hat natürlich nicht den Energiegehalt von dem künstlichen Obst, was wir hier verfüttern. Und deswegen geben wir eben auch sehr, sehr viel Gemüse. Na dann, auf die Plätze, fertig, los. So, Bimbo, kommen wir runter. Das lässt der Boss sich nicht zweimal sagen. Für Bimbo gibt es immer eine Möhre. Hat er auch gesehen, hoffentlich. Ja, es ist natürlich immer wichtig, ein bisschen breit zu werfen, dass auch wirklich jeder was abkriegt. Mini fängt immer sehr schön. Mal sehen, ob es klappt. Jo. Alle satt und zufrieden. Nur Kila hat sich nicht blicken lassen. Jetzt werfe ich noch ein bisschen was nach ganz hinten, dass die Kila vielleicht doch auch noch was abkriegt. Mal sehen. Sie hat ihre Chance. Aber es ist natürlich auch so, wir wissen ja, dass Kila hier Probleme hat, genug Futter abzubekommen. Und dann geben wir auch entsprechend ja auch hinter den Kulissen Futter. Also dann, wenn sie einzeln ist, kriegt sie eben entsprechend mehr. Und das bedeutet aber wieder, dass sie jetzt ja auch nicht riesen Hunger hat. Und ihre kleine Schwester hat gerade Besseres im Sinn. Die Gelegenheit ist günstig. Die anderen sind beschäftigt. Musik.
Die kleine Maja hat sich jetzt das Papier dort oben geholt. Die holt sich auch gerne mal zwischendurch Futter, aber das ist natürlich auch logisch, dass wenn ich die Kila ordentlich füttere, dass dann klein Maja auch ordentlich mit isst. Also die ist auch sehr gut mit ausgefüttert. Und das sieht man auch ihr an, also sie entwickelt sich sehr gut. Und ja, wobei in dem Alter kann man auch, können sie eigentlich auch fressen, sollen ja schön wachsen. Und spielen. Spielen. Ist genauso schön. Halt mal den hinteren mir vom Leib, das ist schon. Oder Bürste, damit ich ein bisschen fällt. Ja, in aller Ruhe. Das ist gar nicht noch mitkommen. Die Theos beziehen widerwillig ihr renoviertes Heim. Die haben eine Power. Also eins muss man sagen, Kraft am Zahnarzt. Na, da wird's ja mit Nachwuchs hoffentlich bald klappen. Richtig rumdrehen, wenn's geht. Ja. Also Nummer 2 nimmt der Kurator selbst in die Hand. Das letzte Tierchen. Ja. Danke. Alles sehr, sehr schön. Und wir machen hier dann die kleinen. Und auch Lothar Dudek leistet seinen Beitrag. Ja. Jetzt geht der Boss schwimmen. Aufgedeckt. Weg hier. Das ist gleich ins Wasser gesprungen vor uns. Doch im neuen Revier gibt's auch Stunk. Das Fangen, das Umsetzen ist auf alle Fälle aufregend, wenn wir das erstmal jetzt wirklich die Lage sondieren. Was ist jetzt? Ne? Also wenn die eingewöhnt sind, machen sie das nicht mehr den ganzen Tag. Tja, die sollen sich jetzt ja auch um andere Sachen kümmern. Genau, das ist der Leiter, da geht's hoch. Dort geht's hoch. Dort geht's in die richtige Richtung. Kriegen's schnell mit, ne? Wunderbar, wie es ist. Das sind ja nicht die schlechtesten Aussichten für Nachwuchs. Im Elefantenhaus, hier geht Dr. Bernhards Arbeit weiter. Nur hier wird nicht betäubt, sondern geimpft. Gegen Kuhpocken. Das war auch eine Stelle treffen, wo es schön eindringt. Die haben ja auch eine derbe Haut. Ja, das war wieder zu seitlich, wa? Die schwangere Hora, eine Angstpatientin. Hey, was machst du hier? Versucht den Doktor auszutänzeln. Doktor, komm mal hier, ja. Das machst du vielleicht besser. Von hier aus. Ich setze dich jetzt eh nicht zurück. Ich mach das hier schleizhauber. Wie geht das aus? Hoa, ist es gut? Ist es gut, die Hoa? Feinfach? Na. Ist gut, mein Schatz. Du hast eine Macke. Du hast eine Macke, hast du. Hoa schon. So schön brav. Schon. Hat er schon wieder sehen lassen, hä? Hoa. So ist es brav. Die dreht sich schon, das kommt nicht mehr so. Fein brav. Jetzt. Hoa, hier. Fein brav, ist er fein brav. Wie sieht denn das aus? Hier. Das ist leer. Hat sich's ausgetanzt. Ich komm bloß nicht ran. Die geht alleine ab. Pitchet. Hoa, schon. Die hat am meisten Angst vor so Stäbchen, warum auch immer. So oft hat die noch gar keine Spritze gekriegt. Und schon geht der Reigen weiter. Tönchung, komm her. Schorow. Tönchung, Schorow. Hey, bleib mal stehen. Schorow, so ist schön brav. So ist fein brav. Zack, das ist Brot. Oh, ist schön. Ching, ran der Lüft. Hey. Schön brav. So ist brav. So ist schön brav. Zack. Das sind aber Kaliber, Mann, oh Mann. Wenn man das sieht, was die immer Schiss vor dem Blasrohr haben, müssen sie was merken. Tja, das heißt ja auch Elefantengedächtnis. Auf dem Weg nach Brandenburg, der Wildpferdtransport. Läuft wie geschmiert. Die Hälfte ist geschafft. Ein erster Stopp. Ruben Holland will mal nachschauen, wie es den Pferden geht. Kein schöner Ort zum Verweilen.
so eine Autobahn. Na, Viola, du hast jetzt die Aufsichtspflicht auf alle hier. Hm, gute. Oh, sieht gut aus. Wir jetzt durch. Wir fahren dann gleich hinterher. Wir sehen ja, wenn was ist. Oder? Ja, kein Problem. Auf geht's, weiterhin. Bald ist das Ziel erreicht. 30 Hektar Weide. Nur für die Pferde. Panda Dame Lilo. Seit Wochen schon muss sie an einem Trainingsprogramm teilnehmen. Gemeinsam mit ihrem Partner, Pandamann Simai. Kursziel, auf Kommando runterkommen und aus der Hand fressen. Ja. Jule Ladensack und Petra Simai Friedrich trainieren nun schon seit einiger Zeit mit den beiden. Willst du da reingehen mit der Ratte? Na, sonst kommt sie ja nicht. Mit Lilo war es nicht leicht. Die Pandadame hat einen Dickkopf. Sie kommt nur bei besonders leckeren Sachen. Heute gibt's fette Ratte. Ist das Lilo schon gezeigt? Ja, Lilo, hier, guck mal. Lilo. Komm, Dicke. Komm mal. Komm mal hier, komm. Los. Du Dicke, komm runter. Guck mal. Ziert sich noch etwas. Lilo. Die beiden vermuten, Lilo ist schwanger. Sie kriegt ihre Ratte, weil wenn man weiß, dass sie tragend sind oder wenn man es vermutet, erhöht man bei denen halt auch immer den tierischen Anteil ein bisschen. Einfach, dass da keine Mangelerscheinungen auftreten oder bei vielen Tieren hast, wenn die halt tierischen Mangel haben, gehen die dann an die Kinder und fressen die irgendwie an. Aber das wollen wir halt damit vorbeugen. Da gehe ich mal rum und gebe sie ihr und geht's los. Versuchst du dein Glück? Ich versuch mal mein Glück, genau. Na komm! Na guckst du! Na Süße! Ab kommt sie runter? Lilo! Schnurzel! Lilo! Lilo! Eigentlich Lilo. Hat sie in letzter Zeit immer gut geklappt. Komm! Na los! Aber na los. Schwangere, da weiß man nicht. Na, Schnecke. Zurückgeblieben in Leipzig, Raisa sucht nach Tochter Rabea. Naja, ist schon nicht einfach. Ja, das wird jetzt erstmal die nächsten Tage auch noch so sein, aber genau, jetzt ruft sie wieder. Naja. Und ein bisschen was tun. Bisschen was tun. Ob das reicht? Molly ablösen. Nicht so leicht. Ist auch nicht so einfach, in den Fußstapfen von Molly zu treten. Ne? Die ist ja nun mal eine ganz schöne Persönlichkeit hier. Ne? Die hat so lange hier schon gearbeitet, wie ich alt bin. Also 24 Jahre, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist wohl so. Und das ist natürlich nicht einfach, ihr auch gerecht zu werden. Aber ich gebe mein Bestes. Also. Ich werde das Beste versuchen. Er fängt einfach mal an. Der Neue im Stall. Ne Schnucken. Während der Rest der Truppe inzwischen am Ziel ist. Nach 250 Kilometern. Mitten in der Schorfheide. Geschütztes Wildreservat. Habt ihr Flatterbänder, rote Flatterbänder? Dass die eine Begrenzung sehen, das sehen die nicht. Die rennen ja los. Na, das ist egal. Gibt's hier einen Baumarkt oder was in der Nähe? Nee. Vielleicht hier gleich noch ein bisschen Heu herschmeißt, das erste Mal da in der Ecke bleibt. Molly hält alle auf Trab. Flatterband ist gut. Für ihre Pferde. Dass sie die Grenze erstmal wahrnehmen hier. Kann das ruhig. Dann schon das kann ruhig. Das sollte schon als Begrenzung. Noch. Ist die Freiheit begrenzt? Durch einen Zaun. Müssen wir uns trotzdem noch so vorstellen. Ne? Ja, na klar. Bitte. Ich hole mal die Besen, ja. Unsere, ja. Molly. Ja. Und die Möhren, ne? Die Möhren haben wir mit, Besen haben wir mit. Wir sind die Mithaber. So.
Was hat der Tierpfleger am besten? Besen in der Hand. So. So. Warte mal kurz, ich schau mal das nach unten hin, wenn die da drunter springen, vielleicht. So ist fein. Komm. Viola, komm her, komm. Wo ist mein Mädchen? So sieht doch gut aus. Pass auf, die kommt, die kommt, die kommt. Die kommt jetzt, die kommt. Viola ist unten. Hol mal deine Kinder ran hier. Die älteste von allen. Die ist hier. Ja, das ist jetzt Mist. Sie wagt einen Alleingang. Schön mit Ruhe laufen lassen erstmal. Hoa hat die Spritztour gut überstanden. Als Schwangere unterliegt sie einer besonderen Kontrolle. Ja, die zappeln immer ein bisschen rum, wenn der mit seinem Blasrohr kommt. Wenn ich spritze, das wäre gar nicht mal so wild. Bei der ist es eben, die lässt sich ganz ungern schon anfassen. Nur sehr widerwillig. Und dann auch nicht sehr lange, die zappelt immer so rum. Und da sieht man mal, wie so doch etwas korpulentes Tier sich so dünner machen kann, dass man da nicht drauf blasen kann. Und ihre Fülle wird in den kommenden 12 Monaten sicher nicht weniger werden. Also am Bauch sieht man gar nicht, aber man sieht es am Gesäuge. An Erstschwangerschaft kriegen die relativ zeitig Gesäuge. Aber es ist, für meine Begriffe ist es leicht geschwollen. Leicht. Bei der ist mit knapp 30, ist mit 28 ist die, glaube ich, ist das dann schon relativ spät. Wenn die schon mal eins gehabt hätte, wäre es gar kein Problem. Da kriegen die bis zu ihrem 50. Lebensjahr unter Umständen Jungtiere. Aber als Erstgebärende ist es auch spät. Eine Risikoschwangerschaft. Für die Spätgebärende gibt es da einen speziellen Geburtsvorbereitungskurs. Also sie soll jedenfalls, mein Vorgesetzter hat das angeregt. Und das werden wir sicher auch machen, weil da gibt es bestimmt Kollegen, die das auch mal ein bisschen brauchen. Ein bisschen Konditionstraining. Also ich werde mit der sicher nicht über die Anlage rennen, aber das muss man sehen. Suchen wir den Kollegen raus, der es am meisten braucht. Wir müssen ja mal Elefanten wiegen. Und da muss ja jeder mit auf die Waage. Zur Probe. Und derjenige, der nicht auf die Waage geht, der muss. Vielleicht wird auch eine Sportgruppe gegründet oder sowas. Keine Ahnung. Hoa jedenfalls macht sich schon warm. Im Gegensatz zu Hoa trainiert die schwangere Lilo schon. Auf Kommando runterkommen und fressen. Komm, meine Süße. Ja, komm. Nehmen Sie mit. Na? Nehmen Sie mit. Aber sie kommt nur kurz. Nur für die Rate. Na, Lilo lässt sich nicht so gerne einfassen. Die ist da wirklich noch ziemlich zurückhaltend. Wenn du die probierst, ein bisschen anzufassen, da ist es gleich ganz erschrocken und rennt raus. Und bei Zima ist es eigentlich wirklich, den kannst du manchmal richtig so über den Rücken streichen, auch auf der Anlage. Und während Lilo ganz in Ruhe ihre erbeutete Ratte verspeist, bekommt nun Zima sein Futter. Wo willst du runter? Hier. Ja, Zima, komm. Unten. Auf der Anlage. Es ist auch immer so, dass jetzt immer bloß einer jetzt reingeht. Wenn jetzt mehrere drin sind, dann haben sie ein bisschen Gefahr. Oh, jetzt ist irgendwie vielleicht eine Aktion. Man muss behutsam vorgehen und braucht ein paar süße Sachen. Und schwupps, hat man Siemais Vertrauen. So ein kleines, feines Mufti. Ja. Klappt gut. Dicker. Ein Zaubermittel? Wenn er wirklich, sag ich mal, Bock hat auf Birne, dann kommt er wirklich eigentlich zuverlässig runter. Ach, Birne heißt das Zaubermittel. Die muss schön süße sein, die Birne. Also wenn das jetzt so ist, wenn die sauer ist, dann nimmt er sie nicht so. Ja, kleines Schnufti, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Das ist lecker. Hm? So ein Training. Das sind die schönen Seiten des Tierpflegerlebens. Weiche Pandas streicheln. Aber riecht auch ein bisschen wie nasser Hund. Aber das Training ist auch wichtig für den Ernstfall. Wenn ich den jetzt so anfassen kann, sag ich mal, der hat mal vielleicht irgendwelche Parasiten, da kannst du den halt auch was auf dem Rücken machen. Komm mal runter. Linus. Na los. Na komm, trau dich. Ja. Das Menschen machen, ja. Das klappt gut. Petra ist
ist stolz auf Jule. Ich hab nichts mehr, es ist alle. Es ist alle. Es ist alle. Sieh mal, du bist ein kleiner Verfressener. Ja? Na, wenn's doch schmeckt. Ja. Ja? Ich bist ein kleiner mehr. Verfressener. Ich hab nichts mehr. Du kannst. Ist alle, die Birne ist alle. Keine Birne. Keine Lust mehr. So ist er fein. So ist er fein. So ist fein. Viola ist frei. So ist fein. Aber die anderen langsam scheuen sich noch. Hey. Lass sie mit Ruhe raus. Sie brechen sich ja noch der Hacken. Schön mit Ruhe. Schön ruhig. Manometer. Schweißtreibende Angelegenheit. Ich hab's dann bloß nicht so gerne, wenn die dann vom Hänger getrieben werden. Weil die Zeit haben wir und die Zeit müssen die auch kriegen, dass die alles kennenlernen, weil das ist ja nur trotzdem Stress und Aufregung. Und wie gesagt, die kennen meine Stimme, das ist schon erstmal gut, dass sie vorgekommen sind. Man frisst, was man findet. Bald kommt hier kein Pfleger mehr. Und dann gibt's noch Heu, damit die Umstellung leichter fällt. Pferde, die immer auf dem Koppel stehen, da ist es egal, weil die tun sich an den Jahreszeiten hier, die sind dann immer dran gewöhnt. Mal ist es dürftig, mal nicht. Aber das hier im schnellen Futterwechsel, Umschwung bei Pferden geht überhaupt nicht. Die sind da sehr anfällig. Fresst schön. Molly. Komm dann nimm noch mal mit dem Eimer hier vorbei. Loslassen. Nicht so leicht. Ah. Na, Hallöchen. Hm? Vivian. So ist er fein, die Gute. Schön mit der Mama mitgehen, ne? Mitgehen. Nun geht hier jeder seine eigenen Wege. Christa, die Mähnenwölfin, macht Schlimmes durch ihrem Gatten. Geht's gar nicht gut. Hidalgo. Hidalgo. Das ist gut, meine Christa. Ach Mann, ey, das ist doch wohl nicht wahr. Was bloß ist mit Hidalgo los? Außerdem Annäherungsversuche bei den Elefanten und ein Wunder bei der Schwellhaidame. Das und mehr in der nächsten Folge von Elefant, Tiger und Co.